So. Buonasera, 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 meine YouTube-Freunde, Schalker-Freunde und Sportskameraden zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ja, es ist Derby-Time. Ja, wir spielen am Samstag gegen Lüdenscheid. Wenn viele nicht Lüdenscheid kennen, die nicht Schalke-Fan sind, wir spielen Schalke 04 empfängt in der Veltins Arena Samstag um 18.30 Uhr die Borussia aus Dortmund. Und das wird wirklich ein spezielles Spiel, denn das ist das 100. Derby-Spiel in der Bundesliga-Geschichte. Ja, genau, das 100. Derby-Spiel in der Bundesliga-Geschichte. Ja, kommen wir ganz kurz zu den kleinen Lüdenscheider. Die kleinen Lüdenscheider haben ja jetzt am Dienstag in der Champions League, sind sie rausgeflogen? Ja, hier seht ihr ein kleines Lächeln. Hab auch so auf TikTok auch so ein Video gemacht. Viele nehmen dazu ernst. Aber ich muss ja auch ein bisschen sticheln. Ey, sticheln gehört dazu. Ohne Sticheln macht überhaupt der Fußballspiel nicht Spaß. Und die Zecken sind rausgeflogen. Arrivederci, sagt man auf Italienisch. Ciao, ciao. Haben in Chelsea 2-0 verloren. Ja, für uns Schalker, sagen wir so, viele Schalker-Fans haben sich gefreut. Klar, Deutsche wünschen sich, dass die Zecken weiterkommen. Aber ein Fan, ein Schalker-Fan wünscht sich das nicht. Ist leider so. Das ist Fußball. Wie eine Zecke sich nicht wünscht, dass ein Schalker weiterkommt, in egal in welchem Pokalspiel. Das wünsche ich auch. Die Zecken müssen immer rausfliegen. Ja, wir kommen jetzt zu den Zecken. Ja, die Dortmunder sind seit 8 Spielen in der Bundesliga ungeschlagen. Das heißt, die haben in der Bundesliga 8 Spiele in Folge gewonnen. Die letzte Niederlage war im November 22 in Gladbach 4-2 verloren. Seitdem haben die jedes Spiel gewonnen. Das heißt, 8 Spiele hintereinander gewonnen. Und irgendwann muss diese Serie brechen. Muss jemand diese Serie brechen? Warum nicht wir? Warum nicht wir? Ja, und wer fehlt denn bei Dortmund? Bei Dortmund am Mittwoch hat sich ja der beste Spieler zurzeit bei den Borussen verletzt, Julian Brandt. Nach ein paar Minuten muss der wegen einer muskulären Verletzung raus. Ja, aber da fehlen ein paar wie Karimi, Adebi, Mokoko, Julian Brandt, Marco Reus steht ein Fragezeichen, wie ich vorhin gelesen habe. Weiß man auch nicht, ob er einsatzfähig wäre. Dann würden schon 4 Offensivspieler fehlen, die wehtun, die wehtun. Wirklich. Und da sind, glaube ich, noch 2, 3 andere Spieler, die fehlen. Das würde den Zecken wirklich wehtun. Ihr seht mein Lachen, ne? Eine Freude für mich. Aber okay, wir können uns auch nicht beklagen mit verletzten Spielern. Ja, wie ist deren Auswärtsbilanz der Dortmunder? Auswärts sieht das gut aus für die Zecken. 7 Siege, 0 Unentschieden und 5 Niederlagen. Ich hoffe, dass die 6. Niederlage noch hinzukommen wird am Samstag. Wäre wunderbar, wäre wunderbar. Ja, auf welchem Platz stehen die? Ich sag mal so, die Dortmunder, die stehen auf dem 2. Platz, punktgleich mit dem FC Bayern. Sind 2 Mannschaften, die wir alle nicht mögen, klar. Aber beide punktgleich. Und es sieht so aus, ob es dies Jahr wirklich eine spannende Meisterschaft werden sollte. Weil die letzten Jahre, das war ja wirklich eine langweilige Meisterschaft. Bayern immer was bei sich, 7, 8 Spieltage vorher schon deutscher Meister. Und dieses Jahr wünschen sich ja alle, dass es eine spannende Meisterschaft wird, damit die Bundesliga um die Meisterschaft nicht so langweilig wird. Da seht ihr nochmal beide punktgleich. Mal schauen, bis zum 34. Spieltag, ob das noch spannend wird. Warten wir ja noch ab. Ja, und so, ja, warte, hey, stopp mal, wenn viele das nie wissen. Wusstet ihr, das erste Trikot von den Zecken, welche Farbe die hatten? Hier, blau-weiß, blau-weiße Farben hatten die Zecken. Das erste Trikot von den Dortmunder war wirklich blau-weiß. Das hat mir ein Kollege geschickt, da habe ich gedacht, passt ja, na ihr Zecken, habt ihr blaues Blut in euch? Ja.
Okay, Spaß beiseite. Weg mit denen. Weg mit euch Lüdenscheide. Haut ab, ihr Zecken. Jetzt kommen wir zu unserem FC Schalke 04. Ja, läuft bei uns. Seit 6 Spielen ungeschlagen, 4 unentschieden, jetzt 2 Spiele hintereinander gewonnen gegen Abstiegskonkurrenten. Davor, eine Woche bevor wir gegen Bochum gewonnen haben, 2-0 in Bochum, haben wir das Heimspiel zu Hause gegen Stuttgart 2-1 gewonnen, dann in Bochum 2-0 gewonnen. Haben wir alle gut gefeiert, 6 Punkte. Jetzt sehen wir die Tabelle. Richtig alles eng beieinander, ne? 19, 19, 19, 19, 20. Kann alles passieren. Nur wir müssen dranbleiben. Dranbleiben. Wie wir jetzt die letzten Spiele dran geblieben sind. Aber jetzt spielen wir gegen Dortmund. Derby hat seine eigenen Gesetze. Klar, die Zecken sind der Favorit. Brauchen wir gar nicht drüber diskutieren. Die spielen um die Meisterschaft. Wir spielen um den Klassenerhalt. Die sind der Hochhaus-Favorit oder wie man das sagt. Aber ich sage immer wieder, der Ball ist rund, da laufen 11 Spieler gegeneinander, da spielt 11 gegen 11 und am Ende gewinnt die Mannschaft, die ein Tor mehr geschossen hat. Nein, ich sage mal, Derby hat seine eigenen Gesetze, wir kennen Derby, was da passiert, da können wir sogar Erster sein und Dortmund Letzter, das hatten wir ja schon mal. Und jetzt hat umgekehrt, wir stehen da unten, die stehen da oben. Aber das heißt nicht, dass sie jetzt schon, wie ich von vielen höre, ach, ihr habt keine Chance, ihr geht unter und so. Ich sage immer wieder, wenn der Schiri anpfeift, 90 Minuten, da wird Gas gegeben mit Leidenschaft, da kann alles passieren in einem Derby. Egal wie stark der eine war, wie schwach der andere war, Derby hat eben einfach seine eigenen Gesetze, ist wirklich so. Ja, was ist denn bei uns? Die Pressekonferenz. Ich kam jetzt ein bisschen spät nach Hause, habe mir im Nachhinein die Pressekonferenz angeschaut. Ja, erstens, Alkoholverbot. Auch nicht so einverstanden, Schalke 04 ist auch nicht damit einverstanden mit Alkoholverbot. Ich finde es, meine Meinung, eigentlich schade, weil ich bin nicht der Überzeugung, dass der Alkohol jetzt die Aggression von letztes Mal vor 2 Wochen da, wo Leute, die nichts im Gehirn haben, gehirnlose Leute, Schalke-Fanszene da angegriffen hat, bevor sie nach Union Berlin fahren wollte. Und jetzt mit einem Alkoholverbot, um zu verhindern, dass die Gewaltbereitschaft weniger wird. Sorry, diese 200 Leute, die Schalke angegriffen haben, hatten die vorher auch gesoffen? Nein. Wenn einer gewalttätig ist und der hat Bock auf Gewalt, der braucht keinen Alkohol zu saufen, der geht einfach drauf los. Und ich bin der Meinung, falscher Signal wegen Alkoholverbot, da haben die anderen Fans nichts damit zu tun. Das waren ja nicht 60.000, die da was gemacht haben. Das finde ich, bin ich ehrlich, dieser Alkoholverbot, Schwachsinn, ehrlich, Schwachsinn. Aber okay, wenn das halt so ist, müssen wir das alle akzeptieren, denn wir wollen alle ein freundliches und friedliches Derby. Klar, Sticheleien, Rivalität gehört dazu, aber nach dem Spiel alle in Ruhe wieder nach Hause gehen, weil es sind auch viele mit Kindern, Frauen, deswegen schön gemütlich. 90 Minuten können wir uns alles sagen, was wir wollen. Die Rivalität, dieses Hassspiel. Aber nach den 90 Minuten kann die Sticheleien sind sowieso noch da, aber bitte keine Gewalt. Bitte keine Gewalt nach dem Spiel, vor dem Spiel etc. Das finde ich auch nicht schön, Gewalt, weil ich gehe auch mit meinem Kind zum Derby, möchte ihm ein wirklich wunderbares Derby gönnen. Er hat noch nie ein Derby gesehen, dieses Derby, und jetzt zum Geburtstag haben wir ihm ein Derby ermöglicht. Und ich möchte, dass er ein schönes Derby sieht, friedliches Derby und nicht keine Gewalt sehen oder so. Das gehört im Fußball allgemein überhaupt nicht dazu. Ja, kommen wir weiter jetzt zu unseren Schalke. Ja, und unser Trainer hat ja gesagt, ein Update gegeben, wer alles fehlt. Und dann war ich nur so, meine Güte, das kann nicht wahr sein. 9 Spieler fehlen uns. 9 Spieler fehlen uns.
Und da zieht sich immer in die Saison weiter durch. Ich habe gedacht, ey, wird weniger mit verletzten Spielern, kranken Spielern. Nein, das wird immer so bleiben, wie wir es auf Schalke kennen, mit diesen verletzten Spielern. Das kotzt mich an, das kotzt mich an. Neun Spieler, neun Spieler. So, wenn ich die aufstelle, Orian, Uronen, zwei linke Verteidiger, beide fallen wieder aus. Kosuki, Skarke, zwei Flügelspieler fallen aus. Danny Latzer und Dominik Drexler, Mittelfeldspieler, zwei fallen auch aus. Ja, Sepp van der Berg hat sich bei der U23, hat er ja gespielt, aber nur ein Tor gemacht leider, aber hat sich wieder irgendwas zugezogen, fällt auch aus. Ja, und Polter und Hekeren fehlen sowieso die ganze Saison aus. Ja, neun Spieler, da zieht sich immer hin. So viel Pech kann man gar nicht haben. Und man kann sagen, was man möchte, aber die Aufstellung geht von alleine. Da brauchst du nicht sagen, ah, vielleicht gebe ich dem eine Chance. Dem eine Chance, nein. Du kannst aber auch die Mannschaft auch nicht ändern. Du musst immer die Mannschaft spielen lassen, die immer Erfolg hat. Und jetzt zwei Spiele hintereinander gewonnen, Stuttgart und gegen Bochum. Und fast immer die gleiche Elf. In Bochum haben wir nur ein bisschen anders gespielt, weil Drexler kurzfristig ausgefallen ist, ist dafür Ballanta reingekommen. Und man wusste auch jetzt nicht wegen Ballanta, ob er einsatzfähig ist oder nicht. Aber wie der Reis gesagt hat, er ist einsatzfähig, kann spielen. Kann spielen. Das hört sich ja gut an. Ja, sagen wir so, kommen wir zu meiner Aufstellung. Und meine Aufstellung ist so. Ich würde nichts ändern. Die gleiche Aufstellung wie in Bochum. Ja, ich würde gerne den Aydin sehen für Matrecani auf der linken Seite. Aber da jetzt die Innenverteidigung sich eingespielt hat, ein bisschen auch mit Matrecani links, weil Matrecani kämpferisch können wir den Jungen kann ich den gar nichts sagen. Kämpferisch gibt er alles. Nur ich habe gemerkt, wenn eine Mannschaft sieht, aha, wo liegt unsere Schwäche, dann kommen die. Auf Matrecanis Seite kommen die lieber über diese Seite, weil Matrecanis ist nicht gerade der antrittsschnellste. Deswegen kommen viele Mannschaften, die wirklich Geschwindigkeit haben, immer über Matrecanis Seite. Leider ist das so, aber okay, Kämpfer ist da. Ich denke aber, das wird diese Aufstellung sein, mit der wir auftreten werden. Fährmann im Tor, rechts Bonner, links Matrecani, in der Bein, unsere beiden Innenverteidiger Jens und Yoshi. Dann haben wir ja drei Sechser, aber ihr habt ja gesehen, wie ich die Sechser aufgestellt habe. Kraus, halb rechts Kral, halb links Balanta, dann Salazar und Bultinho und frei vorne drin. Das ist meine Aufstellung zum Derby. Ja, was soll ich jetzt noch zum Spiel sagen? Boah. Ich kann nicht mehr viel sagen. Ich freue mich einfach auf das Spiel, wie wir alle uns auf das Spiel freuen. Man könnte jetzt auch sagen, Falco, gib mir heute meinen Tipp ab. Mach ich nicht. Mach ich nicht. Ich bleibe meiner Linie treu, seit ich überhaupt nicht tippe. Und ich sage immer, ich hoffe, dass wir gewinnen. Klar, ich will immer, dass mein Verein gewinnt. Es wird schwierig. Bleibe ich meiner Linie treu, ich tippe nicht und das hat bisher gut getan. Und ich hoffe auf einen Sieg, klar, warum? Aber es wird sau schwer, es wird sau schwer. Dortmund hat jetzt in der Champions League, sind die ja rausgeflogen, haben Wut im Bauch, Wut im Bauch, Wut im Bauch. Und das müssen wir ausnutzen. Die Wut kann auch manchmal in die Hose gehen. Aber ich denke mal, die Zecken, die werden hier hinkommen und auch die drei Punkte mitnehmen, weil weil diese Mannschaft spielt ja um die Meisterschaft, wir spielen um den Klassenerhalt. Noch brisanter kann es nicht gehen. Tabellenvorletzter gegen den Tabellenzweiten, die spielen um Meisterschaft, wir spielen um den Klassenerhalt. Die Atmosphäre im Stadion wird bestimmt gigantisch sein und ich werde mit meinem Sohnemann dabei sein. Freue mich mega, mega, mega. Aber wichtig ist nochmal an allen Fans von der Zeckenseite, von Schalker Seite, bitte. Man kann sticheln, man kann Sprüche gegeneinander sagen, ist gar kein Thema, das gehört ja auch dazu. Aber bitte keine Gewalt, lasst es friedlich gehen, lasst uns Spaß an diesem Sport haben.
den wir alle so lieben. Und lass diese Chaoten, die nur Gewalt, die nur auf Gewalt sind, lass denen keinen Platz. Wir zeigen, dass Fußball das schönste, der schönste Sportart ist für mich, für euch alle, die den Sport lieben. Wo noch, eine bessere Sportart kenne ich nicht. Kenne ich in meiner Sicht nicht. Klar, ich spiele gerne Tennis, ich mache das, aber Fußball, so eine Begeisterung, was Fußball in uns allen bringt, boah, die Gemeinsamkeit, das ist Hammer. Deswegen bitte auf ein friedliches, schönes Fußballfest am Samstag, aber mit dem besseren Ausgang für hier, für uns, für uns. Ich hoffe es, ich hoffe es. So, ich sag mal, ihr schreibt in euren Kommentaren, in meinen Kommentaren da unten, schreibt ihr eure Aufstellung, eure Tipps, wer im Stadion ist, wo ihr das Spiel schaut, schaut ihr mit die Freunde zusammen, seid ihr in einer bestimmten Kneipe bei solchen Derbys, schreibt mal rein, ich bin gespannt. Ich lese gerne auch, ich gebe auch immer Antworten, das wisst ihr, wenn ich die Zeit habe, freue mich schon drauf. So, an meine Freunde alle, erstmal schönen Gruß an euch allen und lasst uns Samstag diese drei Punkte einfahren, das wäre mega, mega, mega. Und nochmal an die Zecken, hey, oder an die Fußballfans, wenn ich Videos auf TikTok mache, die mache ich aus Spaß, seid nicht immer sofort alle beleidigt. Aber ich garantiere euch, gewinnen wir gegen euch, Zecken. Macht euch auf was gefasst von mir. Spaß. Ein bisschen Spaß muss immer dabei sein im Fußball. Immer, immer. Ich liebe Spaß zu haben, ein bisschen zu sticheln, zu kitzeln, alles. Das ist das Schönste überhaupt. So, ich will nicht so viel quasseln, wie ich schon jetzt gequasselt habe auf diesem Video. So, wünsche euch alle, sagen wir mal, morgen ist Freitag, ein schönes Wochenende, auf ein schönes Spiel, auf ein geiles Spiel. Auf Fairness, auf gewaltfreie Zone, das heißt Frieden. Ich hoffe, ich habe alles gesagt. Ciao, ciao. Glück auf. Wir sehen uns beim nächsten Video. Euer Schalke.